Ich freue mich ganz besonders, heute eine interessante Vorarlbergerin bei mir begrüßen zu dürfen, eine bekannte Kabarettistin, Gabi Fleisch. Hallo Gabi, schön, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir zu plaudern. Hallo, grüß dich. Gabi, du bist seit 1995 selbstständige Kabarettistin. Ja. Wie kommt man da dazu? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, jetzt ich werde Kabarettistin? Wie ist dein Werdegang? Wie wird man Kabarettistin? Ja, ich glaube, man braucht in erster Linie eine Liebe zum Theater. Man muss Theater spielen können und man muss auch bestenfalls auch selber Texte schreiben können. Und das hat sich bei mir so langsam ergeben. Ich habe mit 16 Jahren den Kick auf der Bühne gehabt und gespürt, ich möchte nur auf der Bühne stehen, das ist mein Leben. Und das war anlässlich eines bunten Abends von der Jungschar. Und viele Jahre später, ich habe dann viel gespielt, da und dort, bin ich von den Wühlmäusen geholt worden und durfte bei den legendären Wühlmäusen mitspielen und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Vom Heiner Linder, Gott hab ihn selig, der war sehr streng mit mir, aber es war eine gute Schule für mich. Und ein paar Jahre später hat sich das Ensemble Grüß Gott in Vorarlberg gegründet und da bin ich auch auserkoren worden, mitzuspielen. Und da habe ich natürlich in den vielen Aufführungen schon sehr viel gelernt. Und jetzt bist du aber alleine unterwegs, ohne Ensemble. Wie ist es denn, so alleine auf der Bühne zu stehen? Bist du da noch nervös? Kennst du sowas wie Lampenfieber noch? Also die Montafoner sagen, allein ist allein, allein ist allein. Und das ist wirklich so. Aber es hat auch etwas wahnsinnig Erbauendes, was Prickelndes, ich sage was Erotisches. Mein Sohn würde jetzt sagen, du mit dem Lieblingswort erotisch. Man ist ganz auf sich alleine gestellt, das stimmt, aber der ganze Ruhm und der Applaus gehört auch einem selber, einem alleine. Und man kann auch natürlich da viel mehr jonglieren. Also wenn man jetzt einmal ein Problem hat, muss man sich selber wieder zurückkämpfen. Aber man kann dann auch mehr variieren natürlich. Mhm. Aufgeregt bin ich natürlich bis zu einem gewissen Grad vor jeder Aufführung, aber nicht so extrem wie vor der Premiere. Also da ist es schon fast nicht zum Aushalten. Die große Spannung kommt das an, was ich selber geschrieben habe, was ich in 4 Wochen intensiven Proben einstudiert habe mit meinem Regisseur. Und dann ist man schon um viele Tonnen leichter, wenn sich der Vorhang wieder senkt am Ende der Premiere. Und was machst du da dagegen, gegen das Lampenfieber? Erstens einmal gut schreiben und gut proben und gut lernen natürlich den Text. Dann am Premierentag, das ist ein Ritual, ich steige in die Badewanne mit schöner Musik und Kerzen und versuche mich zu entspannen und esse kiloweise Semmel mit Schokolade. Oh je. Und das hilft. Und das hilft mir. Das ist das Einzige, was hilft. Also Semmel und Schokolade, das ist mein Seelenfutter. Und das tut mir wirklich gut. Das kann ich jedem empfehlen, auch vor Hochzeiten zum Beispiel oder Prüfungen. Das ist ein Wundermittel. Schokolade macht glücklich, sagt man. Ja, das macht glücklich. Bist du generell ein glücklicher Mensch? Auf der Bühne musst du ja immer die Freude in Person sein. Du bringst deinen Humor, du musst das Publikum anstecken. Bist du von Haus aus ein glücklicher Mensch? Ich habe einen großen Teil, der sehr sentimental ist. Und ich bin auch hochsensibel. Und ich reagiere natürlich auch, wenn was passiert in meiner Familie, in meinem Umkreis oder mir was sonst Schlechtes widerfährt, dann bin ich schon sehr traurig. Aber ich habe auch irgendwie eine Kämpfernatur, Wurzel in mir, das habe ich von meiner Mutter vererbt bekommen. Und ich kann mich wieder gut aufraffen und dann wieder schnell lachen. Ich habe aber auch einen Clown in mir, der gerne lacht und der auch Faxen macht und der dann zwischendurch auch wieder sehr positiv denkt. Zu Hause bin ich aber eher ruhig und still, also ich rede zu Hause nicht viel. Da bin ich eher zurückgezogen. Kann man sich kaum vorstellen bei dir, Gabi. Auf der Bühne gibst du dann natürlich Vollgas. Mit Fleischeslust warst du 2013 sehr erfolgreich unterwegs. Das neue Stück Grillfleisch, dann im März der Startschuss. Um was geht es da? Also ich möchte noch auf Fleischeslust zurückkommen. Dieser Titel hat so geheißen, weil Fleisch Lust hatte, sich einmal einiges von der Seele zu reden. Die Gabi Fleisch. Die Gabi, genau, die Gabi Fleisch. Da habe ich wirklich, das war mein persönlichstes Programm. Da habe ich wirklich über meine
meine Kindheit, mein Aufwachsen in einem Familienladen mit Familienanschluss, habe ich gesprochen und über das Liebesleben mit einem, nämlich meinem Mediziner, mit Augenzwinkern natürlich. Und das neue Programm ist etwas ganz anderes. Da rede ich über den Volkssport Nummer 1 in Vorarlberg, über das Grillen. Weil neben dem Kärcher hat auch fast jeder oder jeder Könige Vorarlberger einen Grill auf der Terrasse oder im Garten stehen. Und das möchte ich ein bisschen näher beleuchten und auch, ich glaube, dass das sehr, sehr lustig wird. Nach Fleisch ist Lust, also Grillfleisch. Ja. Da stellt sich mir jetzt zwangsläufig die Frage, bist du auch ein Fleischfresser? Dreht sich bei dir das alles um Fleisch? Ich bin überhaupt kein Fleischfresser. Ich bin fast, ich ernähre mich fast vegetarisch. Das heißt, ich esse einmal in der Woche Fleisch. Wenn es ganz, ganz viel ist, zweimal. Aber sonst esse ich lieber anderes. Lieber Schokolade. Genau. Und wann? Dann am liebsten ein saftiges Steak. Das ist mir, das ist mein Lieblingsfleisch. Also Grillfleisch im März, glaube ich, geht es los. Wann ist Premiere? Premiere ist am 6.3. in der Kulturbühne am Bach in Götzis. Und dann nach einigen Auftritten in Götzis spiele ich im ganzen Land. Deine Geschichten sprechen ja aus dem Leben. Wie jetzt angekündigt, es geht ums Grillen. Es dreht sich alles ums Leben. Woher holst du dir diese Geschichte? Sind das teilweise wahre Geschichten aus deinem eigenen Leben? Oder bist du ein Beobachter? Schaust dir an, wie ticken die Menschen hier? Ich bin ein Beobachter. Ich habe immer solche Ohren und solche Augen, wenn ich aus dem Haus gehe. Und ich tue unheimlich viel beobachten, wenn ich unterwegs bin. Egal wo, in einem Restaurant, in einem Laden, auf der Straße. Bei dir zum Beispiel. Und das sammle ich alles. Und wenn ich es dann brauche, kann ich es Gott sei Dank abrufen. Und dann kann ich es aufschreiben. Bei mir zum Beispiel, ich hoffe nicht, ich komme im nächsten Stück vor. Ja, ich habe da schon so eine Idee. Ich lasse mich überraschen. Aber ein bisschen Selbstironie gehört wahrscheinlich auch dazu. Also nicht nur die Beobachtung von anderen, wahrscheinlich reflektierst du dich selber auch ein bisschen, oder? Sehr, sehr. Also gerade im letzten Programm habe ich sehr viel über mich eigentlich Dinge gesagt, die nicht so schmeichelhaft sind, aber ich kann dazu stehen. Man hat auch Schwächen und ich habe genug davon. Wenn man über sich selbst lachen kann, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das zeigt auch von Stärke. Wie lange brauchst du denn eigentlich, um so ein Programm auf die Füße zu stellen? Also ich brauche so 3-4 Monate und einen Monat zum Proben. Ich habe da einen tollen Regisseur aus Köln und der ist sehr gut. Das ist ein Kölner mit Vorarlberger Tüpfelschießer Qualitäten, sage ich immer zu ihm. Also es steckt ganz viel dahinter. Auf deiner Homepage habe ich dein Motto gelesen. Nimmt man es mit Humor, ist alles viel leichter zu ertragen. Was steckt da dahinter, Gabi? Das ist einfach so. Das ist meine Lebenserfahrung. Also das finde ich ganz wichtig, weil es gibt auf der Welt so viel Negatives und wir in den Zeitungen, im Fernsehen hören wir nur das Schlechte, leider Gottes. Und man muss einfach sich ab und zu mal zusammenreißen und sagen, so, aber jetzt lache ich wieder. Und wenn man einfach nur ein künstliches Lachen macht, ein vorbeugendes Lachen, sich vorbeugen und, und einfach lacht, das tut schon so gut, dem ganzen Körper und der Seele sowieso. Seit 2005 bist du auch Kolumnistin bei den Vorarlberger Nachrichten. Du schreibst das i-Tüpfle. Ja. Macht dir das nach wie vor Spaß? Ich denke, das ist auch nicht immer ganz einfach, jeden Tag etwas Neues zu finden. Nein, das ist wirklich in der Tat nicht immer einfach. Und als mich damals vor 8-9 Jahren Christian Ordner gefragt hat, ob ich diesen Part in der Zeitung übernehmen möchte, habe ich gesagt, auf keinen Fall. Also das mache ich ganz sicher nicht jeden Tag. Das ist ja ein wahnsinniger Stress und ich wollte wirklich absagen. Aber er hat mich einfach nicht absagen lassen und hat mir angeboten, es einmal probieren, ein halbes Jahr lang. Und jetzt mache ich es schon so lange. Und es ist wirklich ein Teil meines Tages geworden und ich wache ja morgen auf und denke schon, was könnte ich heute schreiben? Und dann gehe ich laufen und dann denke ich auch wieder dran und auf einmal macht es Klicks und dann habe ich eine Idee und dann setze ich mich hin und schreibe und auf einmal ist es dann was. Und ich merke, dass es den Lesern gefällt, dass ich gut ankomme und ich werde so oft angesprochen auf der Straße. Und ich habe viele Fans, auch kleine, auch Kinder, die Bilder dann anschauen und ja, das macht mir wirklich sehr viel Freude. Gibt es Tage, wo dir gar nichts einfällt? Ja,
Das gibt es. Aber ich habe immer ein paar Reserven. Ah, okay. Du sammelst es also und hast für Notfälle bist du gerüstet. Und es gibt auch Themen, die ich sehr gerne besprechen, also ein i-Tüpfel schreiben würde, aber die sind so tragisch, dass man sie nicht in dieser Kürze bringen kann oder so heiß, so sensibel, dass ich lieber die Finger davon lasse. Aber ich würde gerne oft auch zu traurigen Themen mehr schreiben, aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben, aber das, was du machst, ist sehr gut. Danke. Und ich denke, es kommt auch ganz gut an. Danke, das freut mich. Gabi, du bist eine ganz interessante Persönlichkeit. Wir haben jetzt ganz viel über deine Arbeit gesprochen. Was machst du privat? Was machst du, wenn du nicht am Texten bist? Was machst du, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Ich lese sehr gerne, höre gerne klassische Musik. Ich habe wahnsinnig gern Gäste, werde auch gern eingeladen. Und wenn ich ein bisschen Zeit habe, tue ich gern mit meinem wunderbaren Verlobten ein bisschen kuscheln. Und ich gehe gern laufen, ich gehe viel laufen, sehr viel, oder biken im Sommer. Und wie gesagt, ich bin sehr harmoniebedürftig und habe gerne Freunde um mich herum. Das macht mich am glücklichsten. Das ist wahrscheinlich auch deine Energiequelle. Meine nächste Frage wäre gewesen, wo holst du dir deine Energie, deine Kraft? Aber ich denke in dem Fall vom Laufen. Vom Laufen, eindeutig. Deiner Familie, deiner Freunden. Genau, so ist es. Wenn du dir etwas wünschen könntest, was wäre es? Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass auf der Welt viel weniger Negatives wäre und dass wir alle viel positiver eingestellt wären und dass wir auch den Frieden im eigenen Haus mehr erleben würden. Ich glaube, dann würde es auf der ganzen Welt ganz anders ausschauen. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Und was wünschst du dir persönlich für das Jahr 2014? Ich möchte so zufrieden bleiben, wie ich bin. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann wünsche ich dir ein gutes neues Jahr 2014. Danke. Dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und vor allem, dass es erfolgreich weitergeht, in dem Fall ab März mit Grillfleisch. Vielen Dank für das nette Gespräch, Gabi. Danke auch. Danke. Das war's also von einem Ländle-Talk hier direkt aus dem Ländle-TV-Studio. Schön, dass Sie mit dabei waren.